Romantisch. Kerzenlicht. Naja, also eine Kerzenflamme ist ja nichts anderes als eine chemische Reaktion von Gasen, die dabei Licht ausstrahlen. Was soll denn daran romantisch sein? Mehr zu Flammen und Verbrennungen gibt es jetzt. In diesem Video haben wir gelernt, dass die Luft um uns herum nur zu 21% aus Sauerstoff besteht. Also ungefähr nur zu einem Fünftel. Doch genau diese 21% Sauerstoff sind nicht nur dafür zuständig, dass wir hier auf der Erde atmen und leben können, sondern auch, dass Flammen und Feuer entstehen können. Flammen kann man buchstäblich ersticken, wenn man ihnen die Luft wegnimmt. Die Flamme verbraucht fürs Brennen Sauerstoff aus der Luft und sobald der verbraucht ist, geht sie aus. Doch was genau ist eigentlich eine Flamme und wie stellt man eine her? Eine Flamme ist nichts anderes als ein brennendes Gas oder brennende Gase. Um eine Flamme herzustellen, braucht man drei Sachen. Und zwar erstens einen Brennstoff. Das bedeutet irgendetwas, das verbrennen kann. Da Flammen brennende Gase sind, muss ein Brennstoff, also brennbare Gase, produzieren können. Kerzenwachs ist zum Beispiel ein Brennstoff. Andere Brennstoffe sind Papier, Holz, Kohle oder Öl. Zweitens, wir brauchen Sauerstoff. Den bekommen wir am einfachsten aus der Luft. Und drittens brauchen wir Hitze, und zwar viel. Wie viel genau, das hängt vom Brennstoff ab und das gehen wir gleich am Beispiel der Kerze durch. Vorher schauen wir uns aber mal so eine Kerzenflamme genauer an. Wenn ihr eine Kerze anzündet, dann merkt ihr, dass es einen kleinen Moment lang dauert, bis sie angeht. Das liegt daran, dass zuerst das Kerzenwachs schmelzen muss. Der Docht saugt dann das geschmolzene Wachs nach oben bis zur Spitze des Dochts. Und da verdampft das flüssige Wachs. Es wird also zu einem Gas. Wir haben hier also einen Aggregatzustandswechsel. Das Kerzenwachs wird von fest zu flüssig und dann zu gasförmig. Zu den Aggregatzuständen habe ich euch hier ein Video verlinkt. Dass der Brennstoff am Ende gasförmig ist, ist ganz wichtig, denn ohne Gas gibt es keine Flamme. Flammen bestehen ja aus brennenden Gasen. Schauen wir uns mal den Brennstoff Kerzenwachs genauer an. Woraus besteht er eigentlich? Kerzenwachs besteht aus großen Molekülen, die aussehen wie lange Ketten, die aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Und so heißen diese Moleküle dann auch Kohlenwasserstoffe. Kohlenwasserstoffe gibt es in allen Formen und Größen, aber dazu später mal mehr. Wenn das Wachsgas jetzt heiß wird, fangen die Wachsmoleküle an zu schwingen und zerbrechen dabei in kleinere Moleküle, in kleinere Kohlenwasserstoffe. Diese reagieren dann mit dem Sauerstoff aus der Luft und verbrennen. Bei einer vollständigen Verbrennung bleiben am Ende Wasserdampf und das Gas Kohlendioxid, also CO2, übrig. Also so romantisch ist das jetzt wirklich nicht, zumindest nicht für den Brennstoff. Von dem bleibt nämlich nicht mehr viel übrig. Da geht alles kaputt, die Moleküle werden zerbrochen und zerteilt, da wird heftig reagiert und oxidiert und das alles bei großer Hitze. Wenn man sich so eine Flamme genauer anschaut, dann fällt auf, sie hat unten einen bläulichen Bereich und drüber einen gelben Bereich. Der bläuliche Bereich entsteht so. Durch die Hitze werden einige Elektronen in den Molekülen vom Wachsgas angeregt. Das bedeutet, sie nehmen Energie auf. Wenn die sich wieder abregen, geben sie diese aufgenommene Energie in Form von blauem Licht wieder ab. So entsteht übrigens auch das Licht einer Leuchtstoffröhre. Das gelbe Licht entsteht so. In der Hitze bilden sich aus den Kohlenwasserstoffen Rußpartikel aus Kohlenstoffatomen. Die kann ich auch sichtbar machen. Das hier ist Ruß. Und wenn man solche Rußpartikel heiß macht, dann glühen sie. So wie der Glühfaden einer alten Glühlampe. Eine Kerzenflamme ist also eigentlich Leuchtstoffröhre und Glühlampe in einem. Ziemlich abgefahren, oder? Im blauen Bereich ist die Flamme um die 800 Grad Celsius heiß. Im gelben Bereich erreicht die Kerzenflamme rund 1200 Grad Celsius. So viel zu den Temperaturen einer Kerzenflamme. Aber welche Temperaturen braucht man jetzt, um eine Kerze überhaupt zu entzünden? Bei Verbrennungen hat man zwei wichtige Temperaturen. Nämlich erstens die Flammtemperatur, auch genannt Flammpunkt. Und zweitens die Entzündungstemperatur, auch genannt Entzündungspunkt. Ich habe ja gerade gesagt, eine Flamme ist nichts anderes als ein brennendes Gas. Brennstoffe müssen also dazu in der Lage sein, brennbare Gase zu entwickeln. So wie die Kerze beim Schmelzen brennbares Wachsgas liefert. Der Flammpunkt beschreibt die Temperatur, bei der ein Brennstoff so viel Gas entwickelt, dass es ausreicht,
um mit einer äußeren Zündquelle, also zum Beispiel mit einem Feuerzeug, entzündet zu werden. Das bedeutet, mit dem Feuerzeug erhitzt ihr erstmal die Kerze, bis der Flammpunkt oder die Flammtemperatur von Wachs erreicht ist. Dabei entsteht so viel Wachsgas, dass es sich an der Flamme vom Feuerzeug entzündet und eine eigene Flamme bildet. Die Flammtemperatur ist bei jedem Brennstoff anders. Bei Kerzenwachs liegt sie bei ca. 220 Grad Celsius. Die zweite Temperatur ist die Entzündungstemperatur. Die liegt höher als die Flammtemperatur. Der Entzündungspunkt beschreibt die Temperatur, bei der sich ein Brennstoff auch ohne äußere Zündquelle, nämlich allein durch die hohe Temperatur, selbst entzündet. Auch die Entzündungstemperatur ist von Brennstoff zu Brennstoff verschieden. Bei Kerzenwachs liegt sie bei ca. 300 Grad Celsius. Also kann sich eine Kerze bei 300 Grad Celsius einfach so entzünden. Nicht romantisch, aber ziemlich magic. Fassen wir zusammen. Eine Flamme ist brennendes Gas. Für eine Flamme brauchen wir drei Bedingungen. Erstens, wir brauchen einen brennbaren Stoff, genannt Brennstoff. Zweitens, wir brauchen genügend Sauerstoff, also genug Luft. Drittens, wir brauchen mindestens so viel Hitze, dass der Flammpunkt erreicht wird. Der Flammpunkt oder die Flammtemperatur ist die Temperatur, bei der ein Stoff so viel brennbares Gas entwickelt, dass man es mit einer Zündquelle anzünden kann. Darüber liegt der Entzündungspunkt oder die Entzündungstemperatur. Das ist die Temperatur, bei der ein Stoff sich selbst entzündet, also von alleine anfängt zu brennen, ohne eine äußere Zündquelle. Einfach nur aufgrund der hohen Temperatur. So viel zu Flammen und Verbrennungen. Schreibt mir gerne eure Fragen zu diesem Thema in die Kommentare und ich habe noch viel mehr Chemie für euch, deswegen abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.